Wärst du denn auch ins Handwerk gegangen, wenn dein Vater jetzt nicht diese Werkstatt gehabt hätte oder hat? Du guckst die ganze Zeit so interessiert. Du sagst mir jetzt, was du machen möchtest oder vorhast. Was tun die Schulen dafür, für die Schüler? Wie bereiten die die vor, in den Beruf zu kommen, in die Lehre zu kommen? Ja, moin moin. Ich begrüße euch zum neuen Video. Ja, ihr seht schon, ich bin hier in einer ganz seltenen Kulisse. Ich bin in einer Schule, in der Friedrich-Karl-Stör-Realschule Plus in Simmern. Warum bin ich hier? Das hängt zusammen mit dem, was ich auf Instagram mal gesagt habe. Da habe ich ja auch einen Account, der relativ groß ist. Und dass ich halt der Meinung bin, dass ein Influencer nicht an die Jugend rantreten kann, wenn er halt ein bisschen älter ist, dass er dann keine Follower hat, die halt etwas jünger sind. Und daraufhin hat sich halt ein Lehrer gemeldet. Da ist er, stelle ich gleich auch noch vor. Und sagte, Dirk, du kannst gerne mal zu uns in die Schule kommen, uns mal besuchen, mal mit den Schülern reden. Und deswegen bin ich heute hier. Also auch für mich das erste Mal. Ich bin auch ein bisschen nervös. Und ja, die Leute gucken alle, beziehungsweise die Jugendlichen. Und möchte halt heute Fragen stellen, wie sie zum Handwerk stehen, was sie dazu sagen, wie sie darüber denken. Und was sie überhaupt vorhaben. Und deswegen bin ich heute hier. Ja, wir legen dann auch gleich los. Ja, ich erkläre es mal anders. Also ich bin ja überall auf den Social-Media-Kanälen unterwegs. Eigentlich durch Zufall damals, dass ich halt jetzt Influencer bin. War eigentlich nie meine Absicht. Ich wollte immer anständig arbeiten. Jetzt arbeite ich unanständig. Nee, Spaß beiseite. Aber durch Instagram hat man natürlich sehr viele Leute, die irgendwas schreiben oder erzählen. Und bei den Influencern ist es eigentlich immer so, dass die versuchen, die Jugend ins Handwerk zu kriegen. Und ich bin halt der Meinung, dass ein 15- oder 16-Jähriger keinem auf Instagram folgt, der 20, 25, 30, 40 Jahre alt ist. Weil ich denke mal, das ist für euch uninteressant, wenn ihr überhaupt auf Instagram irgendwo unterwegs seid. Mehr wahrscheinlich TikTok. Ja, und das war halt für mich die Sache zu sagen, ich gehe jetzt mal in eine Schule und möchte direkt mit den Jugendlichen sprechen, wie ihr denkt, was ihr vorhabt. Es ist in den Medien, dass das Handwerk halt ausstirbt, mehr oder weniger, dass nicht mehr viele Jugendliche ins Handwerk wollen. Es sind zigtausende von Ausbildungsplätzen frei bei uns in Deutschland. Keiner will die Ausbildung machen und ich möchte halt wissen, von euch, wenn ihr mir die Antwort gebt, warum ist das so? Wieso habt ihr den Block, nicht ins Handwerk oder in die Lehre zu gehen? Woher kommt das? Weil viele können sich das nicht vorstellen. Bei uns früher oder zu meiner Zeit war es so, man war glücklich, wenn man eine Ausbildung hat. Ich hatte im 8. Schuljahr eine Ausbildung bzw. ein Praktikum gemacht in einer Zimmerei. Und die haben mir damals im 8. Schuljahr schon gesagt, Dirk, wenn du die Schule aus hast, du hast bei uns deinen Ausbildungsplatz. Weil ich denen schon gezeigt habe, wie man mit einer Säge sägt und das im 8. Schuljahr. Und ich war der Einzige auf der ganzen Schule, der wirklich im 8. Schuljahr schon eine Zusage für eine Lehrstelle hatte. Und das hat mich persönlich, erstens war ich sicher, ich musste natürlich den Abschluss schaffen, gar keine Frage, sonst hätte dann Bilfinger und Berger war das damals, wie es die Firma gesagt, nö, wenn du keinen Abschluss hast, dann brauchst du bei uns nicht anzufangen. Aber ich hatte halt die Sicherheit, wenn ich meine Schule habe, ich musste nichts suchen, weil da war es noch anders. Man musste wirklich kämpfen, um eine Ausbildung zu bekommen, einen Ausbildungsplatz. Und heutzutage, ich sag jetzt mal, wollt ihr nicht. Ne? Und ich bin halt hier, um zu fragen, warum das so ist. Und da bin ich froh, dass ich heute hier sein darf. Und das ist auch das erste Mal für mich, dass ich vor so einer Klasse spreche oder vor so vielen Leuten wie euch jetzt hier. Weil wenn ich meine Videos auf den Baustellen mache, dann bin ich meistens alleine mit der Kamera. Das ist mein Begleiter und habe dann Ruhe und Zeit. Und jetzt stehe ich vor so vielen Jugendlichen. Ja, ist für mich auch nicht so einfach. Aber ich denke mal, das kriegen wir irgendwie rum. Ja, dann schönen guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen nochmal, Dirk. Ich hatte das Video gesehen am Anfang des Jahres und habe dann gedacht, dass ich dich einfach mal hier zu unserer Schule einlade, dass du mit den Jugendlichen ins Gespräch kommst. Bin selbst Techniklehrer, bin auch im Bereich Berufsorientierung für die Schüler hier unterwegs
und bin auch sehr gespannt und freue mich hier auf den Austausch jetzt mit den Schülern. Die haben auch ein paar Fragen vorbereitet an dich. Ja? Also es ist, denke ich mal, ein schönes Hin- und Herspiel und hoffentlich kommt da was jetzt Gutes bei rum. Ein schöner Austausch, ja. Genau. Wir haben natürlich auch Überraschungen mitgebracht für die Schüler, aber auch für die Schule. Dazu später mehr, das seht ihr dann. Ja, dann fange ich jetzt mal an mit der ersten Frage an die Jugendlichen. Unsere Zukunft in Deutschland. Ja, wie lange habt ihr jetzt noch hier in der Schule? Wie lange müsst ihr jetzt noch hier in der Schule sein, um dann ins Berufsleben zu starten? Ich habe hier so ein Mikro, das muss ich dann immer weitergehen, damit ihr natürlich auch alles hört. Das ist der Julian. Also ich bin in der Realschulklasse und ich habe jetzt noch 2 Jahre, also knapp anderthalb. Und es gibt hier aber auch noch Berufsreife, also Hauptschüler, die müssen jetzt nur noch dieses Jahr hier bleiben. Und wenn du schon da sitzt und antwortest, hast du denn schon einen Berufswunsch oder weißt du schon ungefähr die Richtung oder beschäftigst du dich damit noch überhaupt gar nicht? Also ich versuche schon etwas zu finden, was mir Spaß machen könnte. Doch, ich habe aber noch nicht wirklich was gefunden. Ich habe schon ein 2-wöchiges Praktikum hier bei Westnetz gemacht. Das ist so ein Unternehmen mit Strom. Die machen generell für Teilnetzbetreiber sind das. Also 2-mal ein Praktikum im selben Betrieb? Ein 2-wöchiges Praktikum so. Einmal 2 Wochen? Genau. Okay. Und da habe ich gemerkt, dass Handwerk Spaß macht, aber ich nicht nur draußen im Handwerk arbeiten möchte, sondern halt auch etwas zum Beispiel am Rechner oder so. Ja. Machen möchte. Okay. Gut. Danke dir. Ja, wie sieht es bei den anderen aus, wenn wir bei der Frage schon sind? Wer weiß schon von euch allen, wie viel sind wir jetzt? 4, 8, 12, 13 Mann, ne? Richtig? Ja, 13. Also von 13, wie viel wissen denn schon, was sie von euch werden wollen oder machen wollen, 1,5 Jahre vor Schluss der Schule? Also ich mache zurzeit meinen Hauptschulabschluss und ich habe auch schon meine Ausbildung im handwerklichen Bereich als Kfz-Mechatroniker und dann mache ich halt so weiter. Und, ja. Wenn du das so sagst, dann denke ich mal, es kommt irgendwie von deinen Eltern, dass die vielleicht schon so einen Betrieb haben. Ja, mein Vater hat ein eigenes Gewerbe und nach meiner Ausbildung werde ich das Gewerbe übernehmen. Ja. Na gut, also dann bist du schon sicher, dass du überhaupt später ins Handwerk gehst durch deinen Vater. Genau. Wärst du denn auch ins Handwerk gegangen, wenn dein Vater jetzt nicht diese Werkstatt gehabt hätte oder hat? Dann hätte ich wahrscheinlich die 10. noch nachgemacht. Es macht halt keinen Sinn für mich, noch 2 Jahre Schule zu machen, wenn ich ein Jahr länger dann die Ausbildung habe und dann auch direkt dann im Gewerbe durchstarten kann. Willst du denn auch deinen Meister machen dann bei deinem Vater oder einfach nur arbeiten? Oder ist dein Vater Meister, kannst du die Lehre da machen? Mhm. Oder? Nein, ich habe meine Ausbildung bei Mercedes bekommen. Ah, okay. Und dann mache ich halt nach meiner Ausbildung wahrscheinlich auch meine Meisterschule, mache dann selber dann weiter. Ja, okay. Ja, gut. Und wer von euch weiß jetzt schon, was er werden will oder machen möchte? Danke, Efe. Wie wird da ausgesprochen, der Name? Ja, Efe. Efe. Lukas. Also ich habe jetzt seit vorgestern einen Ausbildungsplatz, auch unterschrieben. Klasse. Als Zimmermann. Zimmermann, ja, schön. Und es hat mir eben auch Spaß gemacht. Ich habe auch schon 2 Praktika gemacht. Und ja, es hat mir einfach Spaß gemacht. Meine Eltern tun halt eben auch dazu beistehen. Mhm. Und ja. Also ich habe auch die Zimmererausbildung damals gemacht. Hieß damals noch Spezialausbaufacharbeiter, 3 Jahre Lehre. Und hast überbetriebliche, das heißt also Berufsschule, Ausbildungszentrum und Betrieb. Wird bei dir wahrscheinlich auch so sein. Oder ist das ein kleiner Betrieb, dann hast du das nicht. Wie groß ist der Betrieb? Ja, also jetzt haben wir auch eine neue Halle und jetzt suchen wir auch weitere Mitarbeiter. Und ja, klasse, super, schön. Und die anderen? Ah. Ich heiße Max und ich habe auch meinen Ausbildungsplatz beim Mercedes in Castellaun, mein Kfz-Ausbildung. Und das habe ich seit letztem Jahr, weil ich liebe Autos und beschäftige mich gerne mit Autos. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich Auto-Kfz mache, dass ich auch später, wenn irgendwas kaputt gehen würde, es selbst reparieren könnte.
Ja. So wie na, Trockenbau, wenn man ein eigenes Haus baut, dann kann man sich selbst machen, dass man nicht so viel Geld ausgeben müsste. Ja. Okay. Ja, super. Max, gut. Ja, ihr seht, also viele haben schon, ach, ich brauche ja gar keins, viele haben schon eine gewisse Richtung, was sie machen. Man muss aber auch immer dran denken, die Zeit ändert sich. Zum Beispiel jetzt Kfz-Mechaniker, die Autos sehen natürlich in ein paar Jahren ganz anders aus als heute. Also ich persönlich weiß jetzt nicht, wie viel Technik steckt da noch drin. Dann kommen die E-Autos, wenn die wirklich den Sprung schaffen, dann werden nur noch Elektromotoren getauscht. Ich will jetzt den Beruf nicht schlecht machen, aber man muss halt immer weiterdenken, welche Berufe haben Zukunft, Handwerk zum Beispiel, wie ein Bestatter wird niemals aussterben, der Beruf, oder Friseur, oder ihr wisst, was ich meine. Und da muss man natürlich auch dran denken, aber finde ich jetzt schon gut, dass so viele Leute schon einen festen Beruf oder beziehungsweise eine Ausbildung haben, anderthalb Jahre, ich sage jetzt mal anderthalb Jahre vor Schluss der Schule. Bin ich schon ein bisschen überrascht. Was ist denn bei euch zu Hause? Sind eure Eltern Handwerker oder sind die in Büros? Wie kommt ihr ans Handwerk? Ja, Justin? Also mein Stiefvater, der hat eine eigene Firma, ist auch Schreinermeister und ich habe bei ihm sehr viel mitgelernt, mitgeguckt und dadurch habe ich mich für den Beruf Schreiner entschieden. Schön. Habe jetzt auch zwei Praktikas gemacht, hier in Simmern, einmal bei Schreinerei Klemm und in Dickenschied bei Schreinerei Christ und habe bei Schreinerei Christ jetzt schon eine Zusage für einen Ausbildungsplatz. Ja. Und warum hast du das nicht bei deinem Stiefvater gemacht, das Praktikum? Bewusst, dass dein Stiefvater gesagt hat, nicht bei mir, sondern guck dir andere Firmen an? Mein Stiefvater hat gesagt, ich soll mir erstmal anderen Firmen angucken, gucken, wie die arbeiten und könnte dann bei ihm arbeiten. Finde ich ganz klasse, dass dein Stiefvater so denkt und dass du auch so denkst und nicht direkt sagst, nee, wenn, dann nur bei dir. Also es ist ganz wichtig, finde ich auch persönlich, dass man woanders auch seine Lehre macht. Also ich persönlich finde es auch nicht gut, wenn man die Lehre im elterlichen Betrieb macht. Ist Ansichtssache, aber ich denke, man lernt mehr oder mehr lernen jetzt vielleicht nicht, aber man sieht die Sache anders, als wenn dann Papa vor mir steht. Das gibt meistens nur Ärger. Ja. Nee, finde ich gut. Klasse. Du guckst die ganze Zeit so interessiert. Du sagst mir jetzt, was du machen möchtest oder vorhast. Ja, zurzeit mache ich meinen Hauptschulabschluss. Und also mein Ziel war, Kaufmann, also Automobilkaufmann zu werden. Aber habe ich mir Gedanken gemacht, wenn ich Automobilkaufmann werden möchte, dann muss ich auch drüber Autos was wissen. Richtig. Deswegen habe ich, zurzeit musste ich Kfz-Mechatroniker lernen und suche ich einen Ausbildungsplatz. Aber leider habe ich noch nicht gefunden. Ja. Ja. Warum noch nicht? Also machst du intensiv, dass du dich darum kümmerst oder nur so? Oh, mal gucken. Ja, ich habe mich schon in ein paar Betrieben bewirbt. Und ich habe schon bei zwei Betrieben auch Praktikum gemacht. Also eines, also Mercedes-Benz und zweites Autoplus in Semmern. Ja. Ja. Okay. Ja, sind doch schöne Voraussetzungen. Mhm. Wie wird dein Name ausgesprochen? Schirsei. Ja. Ja. Danke, Schirsei. Das waren bei Weitem noch nicht alle Fragen, die ich an euch stelle, weil auf Instagram habe ich gestern noch einen Post gebracht und gefragt, was die Follower bei mir auf Instagram für Fragen an euch haben. Die haben wir aufgeschrieben, die kommen nachher auch noch. Aber jetzt mal zur Abwechslung, jetzt könnt ihr mir erstmal ein paar Fragen stellen. Da hast du bestimmt, der Julian, bestimmt eine ganz spezielle Frage. Wie kam es dazu, dass Sie den Beruf ausgelernt haben? Also wie gesagt, ich habe Zimmerer gelernt, aber habe dann meine Ausbildung gemacht, war danach auch in der Zimmerei tätig, war auch am Kölner Dom am Arbeiten und ganz große Sachen mitgebaut.
Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich muss irgendwas anderes sehen. Du meinst jetzt den Beruf Trockenbauer? Ja. Und habe dann gesagt, das ist dann die Voraussetzung. Also wenn man einmal eine Lehre hat, egal was es ist, ihr habt dann wirklich die Möglichkeit, auch als Quereinsteiger irgendwie in einen anderen Beruf zu gehen. Aber ihr müsst erstmal eine Ausbildung haben, dass ihr dann sagen könnt, das wisst ihr wahrscheinlich von euren Eltern, die euch das auch schon tausendmal gesagt haben, aber dann habt ihr wirklich die Möglichkeit, auch was anderes zu machen. Und das war bei mir damals auch der Fall, dass ich halt Zimmerer gelernt habe. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss mal was anderes machen, weil in der Zimmererausbildung lernt man verschiedene Berufe in einer Blockausbildung. Also man schnuppert überall mal rein, unter anderem auch Trockenbau. Und der Beruf hat mir einfach gefallen. Oder das Arbeiten mit den Platten oder Ständerwerk, was man da alles machen kann oder Decken. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht halt, so, ich gucke jetzt mal, was es da so gibt am Markt. Und direkt bei mir um die Ecke, wo ich damals gewohnt habe, war halt eine Firma, die Trockenbau angeboten hat. Und habe bei denen nachgefragt, da konnte ich dann arbeiten. Und das hat mir direkt vom ersten Tag an gefallen. Und habe mich danach dann auch nach 4-5 Jahren selbstständig gemacht mit dem Trockenbau. Ich bin jetzt schon über 34 oder knapp 35 Jahre selbstständig mit dem Trockenbau. Und bin heute noch da drin. Ich denke, ich hätte es aber nicht machen können, hätte ich die Ausbildung als Zimmerer nicht gemacht. Dann wäre mir der Weg verblieben gewesen. Das hätte ich nicht machen können. Und deswegen, ja, so bin ich da hingekommen. Und deswegen ist es auch für euch und für alle anderen da draußen sehr wichtig, eine Ausbildung zu machen. Es ist eigentlich egal, was ihr lernt. Hauptsache, ihr lernt was. Und krass gesagt, liegt Vaterstaat nicht auf der Tasche, sondern ergreift die Initiative und macht wirklich eine Ausbildung. Faust in der Tasche. Eltern haben euch das wahrscheinlich auch schon gesagt. Und dann habt ihr alle Möglichkeiten. So, das zu deiner Frage, Julian. Wer hat noch eine Frage an mich, ohne dass ich so weit aushole? Der Christian. Dankeschön. Haben Sie denn damals schon in Ihrer Kindheit, sag ich mal, mit Ihrem Vater oder so handwerklich gearbeitet? Gute Frage. Ja, mein Vater ist Schreiner. Mhm. Und zu Hause habe ich halt immer mitgekriegt, dass er als Schreiner zu Hause tapeziert oder was macht. Nicht unbedingt Schreinerarbeit tapezieren, aber handwerklich halt arbeitet. Und so kam das auch, dass ich wusste, wie man zum Beispiel mit großen Sägen umgeht. Und damals halt in diesem Praktikum, da habe ich denen dann in der Lehre, die schon im dritten Lehrjahr gezeigt, wie man mit einer Säge umgeht, ich als Praktikant. Und deswegen waren die so begeistert. Aber durch meinen Vater bin ich halt ins Handwerk gekommen. Ja. Dankeschön. Danke dir. Da haben wir die nächste Frage. Der Vadim. Ja. Meine Frage ist, wie wurden Sie so erfolgreich auf Social Media? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, das kommt auf das Charakter von jemand an. Also wenn jemand unbeliebt ist oder sagen wir so, wenn man authentisch bleibt, ich denke mal, dann hat man gute Chancen. Ich glaube nicht, dass das jeder schaffen kann, muss man wirklich sagen. Aber Glück gehört auch dazu. Man muss natürlich auch die Möglichkeiten haben, irgendwas zu drehen. Ich muss zum Beispiel immer Baustellen haben, um Videos zu drehen für YouTube. Anders geht's nicht. Aber ich denke mal, wenn man so bleibt, wie man ist, dann funktioniert das. Okay. Ja. Dankeschön. Danke. Maxi. Wie lange machen Sie jetzt schon so Videos oder so? Also YouTube mache ich jetzt seit circa 9 Jahren. Es dauert unwahrscheinlich lange, bis man erstmal so viele Follower hat. Und man muss immer bedenken, also mein Kanal Trockenbau Handwerk ist ein Nischenkanal. Also ein Nischenkanal ist kein Gamer-Kanal. Ihr habt wahrscheinlich irgendwie bei YouTube oder so, dem ihr folgt, der 1,5 Millionen Follower hat, weil der halt ein Spiel zeigt, wie das funktioniert. Aber ich zeige halt wirklich Sachen aus dem Leben, Baustellen, wie man die erledigen kann, wie man eine Decke bauen kann, wie man eine Wand bauen kann, einen Boden bauen kann. Und das sind dann eigentlich Leute, die das wirklich wollen, wissen wollen, weil sie es zu Hause halt oder in ihrem Haus nachmachen wollen. Und so ist das.
Ja. Also ich wollte fragen, wie viel verdienen Sie von Social Media, wenn ich fragen darf? So. Ja, das kann man so nicht sagen. Es gibt gute Monate, schlechte Monate. Also der Sommer ist zum Beispiel schlechter als der Winter, weil die Leute im Sommer in Urlaub fahren, liegen am Strand oder am See. Kann man so nicht sagen. Also man kann viel verdienen. Ich will natürlich jetzt auch keine Zahlen sagen. Also man kann viel verdienen, sogar sehr viel verdienen. Aber man muss immer bedenken, es ist niemals eine Sicherheit, die man hat, wenn man Influencer ist. Influencer ist man erst ab 100.000 Followern und Mikroinfluencer ist man unter 100.000 Followern. Aber man hat nie eine Sicherheit. Also es kann zum Beispiel sein, jetzt das Gespräch mit TikTok habt ihr wahrscheinlich in den Medien mitgekriegt, dass in Amerika TikTok abgeschalten wird. Das könnte auch hier in Deutschland sein. Es könnte auch sein, dass Instagram abgeschaltet wird. Es kann auch sein, dass YouTube abgeschaltet wird. Und dann ist auf einmal von heute auf morgen Schluss. Ne? Also wenn ihr, ich sag mal, im Monat 1.000 Euro verdient habt, kann sein, dass es puff, weg. Und deswegen ist es halt wichtig, einen Beruf zu haben. Ne? Dass ihr ein Standbein habt. Influencer kann man immer werden. Aber einen Beruf zu haben, kann man nicht. Aber das kann man so nicht sagen, wie viel verdient man. Es ist wirklich unterschiedlich, was für eine Jahreszeit ist. Gucken die Leute oder bist du interessant überhaupt für die Leute, die deine Videos gucken? Und dementsprechend kommen Klicks und dementsprechend verdienst du dann auch Geld. Dankeschön. Der Julian. Meine Frage ist, was sind so die Top 3 Fähigkeiten, die man im Handwerk gut besitzen kann und auch in seinem Bewerbungsanschreiben sagen sollte oder nennen sollte? Also ich persönlich finde, also Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ist mit das Wichtigste überhaupt. Wenn du das hast und du fängst morgens um 7 an und du bist um 7 da oder besser noch um 5 vor 7, das ist schon mal Top-Voraussetzung, dass du überhaupt was machen kannst. Was du dann da lernst in dem Betrieb und was in der Berufsschule ist oder in dem Betrieb, was man lernt, ist natürlich auch sehr wichtig. Aber diese Zuverlässigkeit, wenn der Chef dir sagt, pass auf, räum bitte jetzt den Tisch in die Garage, ich komme gleich wieder. Und er kommt wieder und der Tisch steht immer noch da, das geht nicht. Und also Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Fleiß gehört natürlich dazu. Also ich würde sagen, das sind so die 3 Sachen, die du wirklich mitbringen musst, wenn man eine Lehre anfängt. Und wenn das passt, ich denke mal, dann guckt auch der Chef mal über Kleinigkeiten weg und denkt, komm, der Junge ist in Ordnung, zieh mal mit. Ja. Justin. Drehen Sie mehrere Videos am Tag? Wenn ja, wie viele? Nein. Also Videos für YouTube, das mache ich wirklich spontan, wenn es sich anbietet auf den Baustellen, wenn ich ein Projekt habe, wo man was filmen kann und ich denke, das ist für die Zuschauer interessant, dann mache ich das. Es gibt YouTuber, die drehen täglich ein Video, mache ich nicht, will ich auch nicht, ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Ich mache das dann, wenn ich Lust habe. Und wenn sich das halt anbietet, auf Instagram, TikTok, Facebook ist es wieder anders mit Reels oder das ist anders. Dann versucht man wirklich jeden Tag sich mal sehen zu lassen. Irgendwie so einen kleinen Post machen oder ein Reel, irgendwie sowas. Das versuche ich täglich, weil das dauert dann nur ein paar Sekunden oder eine Minute. Die Zeit hat man eigentlich. Ja. Das eigentlich dazu. Aber ich lasse mich nicht unter Druck setzen und deswegen... Oder hast du noch eine Frage? Nee. Nochmal ganz kurz zum Julian. Wir haben das gerade nochmal durchgesprochen. Da bin ich ein bisschen wenig drauf eingegangen. Das ist richtig. Wir haben dann nochmal überlegt. Es ist natürlich wichtig, dass du auch, wenn du dann in dem Beruf bist, auch Interesse zeigst, dass du mitmachst, dass du auch dabei bist. Ne? Also man fängt ja auch nicht einfach so irgendwo eine Lehrstelle an und denkt, ach, das klappt schon, bist du mal pünktlich, hat der Dirk ja gesagt. Und dann klappt es schon. Aber so Interesse, Engagement sollte natürlich auch dabei sein, also gar keine Frage. Und das ist natürlich nicht nur bei dir so, das ist überall so.
So, jetzt haben wir eine kurze Pause gemacht. Jetzt geht es auch weiter. Ich habe auch noch 1, 2, 3 Fragen an die Jugendlichen. Mich würde interessieren, wie macht ihr euch über einen Beruf schlau oder wie denkt ihr über einen Beruf? Wie kommt ihr dahin? Über Medien, durchs Internet, durch eure Eltern, Zeitungen? Wie werdet ihr darauf aufmerksam gemacht? Kann mir das einer von euch sagen? Ja, fangen wir mit Justin an. Ja, also ich gehe dann meistens zum Herr Mohr, das ist ein Mitarbeiter von der Abendsagentur. Also hier in der Schule dann? Ja, genau. Ja. Und er fragt mich dann, was mich so interessiert und schickt mir dann Vermittlungen, die ich dann halt, ich schreibe dann Bewerbungen für die Vermittlungen. Sagt der Lehrer dir, geh da hin oder sagst du dir selber, so ich gehe da jetzt hin, weil ich das wissen will? Ja, ich gehe meistens selbst hin, aber er kommt auch auf uns zu und schickt mir auch oft Vermittlungen zu. Mhm. Ja, gut. Der Vadim, ne? Ja. Ja, also man kann da so einen Termin vereinbaren und so halt wie er Zeit hat, vielleicht in 1 oder 2 Wochen und dann redet man über seine Interessen und dann schlägt er ein paar Berufe vor, welche man, also die man interessiert sein könnte. Ja. Und dann sagt er auch, dass also man könnte auch, dass er Kontakte hat und da auch mich näher dran bringen könnte, zum Beispiel und so. Aber alles in der Schule, also nicht außerhalb der Schule kümmert ihr euch um eine Ausbildungsstelle, sondern nur innerhalb der Schule. So, wenn du nach Hause gehst, hast du das Thema abgeschlossen mehr oder weniger und sagst, okay, der Rest wird in der Schule gemacht. Der hat uns noch so eine Seite vorgeschlagen, berufe.net, glaube ich, heißt das. Und da kann man auch noch Berufe gucken und da gibt es auch so Videos, wie sich da ein Tag da aussieht und da kann man sich auch schlau machen. Und guckt ihr denn auch, was Freunde machen? Also ihr habt jetzt einen Freund, der ist 2 Jahre älter, ist schon in der Ausbildung. Fragt ihr den dann auch, ist das gut, was verdient man? Klar, fragt man das. Läuft das so oder sprecht ihr so privat, wenn ihr dann außerhalb der Schule seid, so gar nicht darüber? Ja, doch. Ja? Ja. Also ich frag zum Beispiel meine Eltern oder halt Bekannte, wie die den Beruf so mögen und was die da so machen. Wenn es mich auch interessiert, würde ich dann noch weiter gucken, wie sich das wie mich das auch interessieren würde, also ob mich das interessieren würde. Okay, ja gut. Der Julian hat eben gesagt, du hast bei dem, wie hieß das nochmal, bei der Westnetz da Praktikum gemacht und hast festgestellt, dass das nichts für dich ist, dieses Arbeiten. Du willst aber auch mehr ins Büro, sage ich mal, vor dem PC. Warum ist das so? Ich habe, um das jetzt mal vorwegzunehmen, schon mal auch, also im letzten Schuljahr, im letzten Halbjahr diesem 9. Schuljahres, habe ich auch ein einwöchiges Praktikum bei der Sparkasse gemacht. Und dort ist mir aufgefallen, dass aber auch dieses zu wenig rumsitzen und generell eben auch nicht gut ist. Und dann habe ich das wieder auf dieses Praktikum, was ich bei der Westnetz absolviert habe, zurückgenommen, wo ich gemerkt habe, eben, dass zu viel auch nicht gut ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, die ganze Zeit so lang zu stehen und ausdauernd dort, eben wir haben hier im Kreis Trafos teilweise gewechselt und geguckt, ob die überhaupt noch funktionstüchtig sind und gewartet und so. Und da war das Wetter mir jetzt nicht so wichtig, also das war nie mein Problem oder so, weil es macht mir auch Spaß, mit Handwerk was zu machen, das sehe ich auch daran, weil wir hier in der Schule ein Fach haben, was Technik und Naturwissenschaft heißt und da machen wir auch jetzt zurzeit eine Dampfwalze aus Aluminium und das macht auch Spaß, sowas herzustellen, nur eben die ganze Zeit für, ich sag jetzt mal, so normale Arbeitstag sind um die 8 Stunden, dann da zu stehen, das könnte ich mir jetzt halt nicht vorstellen und deswegen, dass ich so Teil irgendwie was finden würde, würde schon Sinn machen. Ja, okay.
Nochmal zu der Frage zurück. Also das heißt, ich fasse das so auf, dass wenn in der Schule nichts gesagt würde über Berufsleben oder euch vorzubereiten, würdet ihr privat nicht zu Hause die Eigeninitiative ergreifen und sagen, so, ich gehe jetzt alleine mal zum Arbeitsamt mich schlau machen, alleine mal in Zeitungen gucken oder ein YouTube-Video über Maler gucken. Das würdet ihr dann nicht machen. Also die Schule muss eingreifen, um euch den Weg zu zeigen, was ihr für Möglichkeiten habt. Ist das richtig? Max? Ich würde jetzt sagen nein, weil es gibt Menschen, die vielleicht keine Lust haben und so jetzt denken, es ist noch, das Leben ist Fralavari, dass man einfach machen kann, was man will. Aber es ist halt nicht so, weil irgendwie musst du ja einen Fuß in das Leben reinbekommen. Von da hinten kam auch noch ein Handzeichen. Nein? Also bei mir ist es so, ich brauche die Schule nicht dafür, ich kann das alles privat. Ja. Meine Eltern unterstützen mich dafür auch. Ich gehe dann meistens auch privat zu den Firmen dorthin und erkundige mich über diesen Beruf, weil ich diesen Beruf auch sehr interessant finde, den ich dort dann ausüben will. Ja. Schule ist nicht das, was ich unbedingt brauche dafür. Ja, also überrascht mich wirklich, weil ich eigentlich von vielen Seiten auch viele negative Sachen immer höre. Ich habe eigentlich gedacht, ihr kommt auf mich zu und sagt, Handwerk, auf Deutsch gesagt, scheiße, verdient man ja nichts. Das ist die Hauptaussage, die man eigentlich immer dazu bekommt, was aber absolut nicht stimmt. Es ist jeder für sich selber verantwortlich, wie viel er in seinem Job, egal ob es Handwerk ist, ob es ein Bankmitarbeiter ist, wie viel er verdient. Wenn du als Bankmitarbeiter anfängst, kriegst du dein Grundgehalt. Ob du dich jetzt hocharbeitest zum Filialleiter, das ist ja jedem selber überlassen. Und genauso ist es auch im Handwerk. Also wer sagt, im Handwerk wird man nichts verdienen, kann ich wirklich nur sagen, ist Blödsinn. Also ich bin Handwerker, ich habe ein Haus, wir haben 3 Autos, wir haben 2 Kinder, uns geht's gut. Wir sind nicht reich, aber uns geht's gut. Und das kann auch jedem anderen von euch genauso gehen. Nehmt euren Lehrer, der hat sein ganzes Leben lang gelernt, um euch jetzt hier zu lernen, euch, wie sagt man es, euch was beizubringen. Ja, und er kann auch in seinem Beruf immer noch aufsteigen und kann auch mehr verdienen. Aber so ist es in jedem Beruf. Egal, ob du Verkäufer bist und irgendwann mal vielleicht Vorarbeiter, Filialleiter wirst. Und im Handwerk ist es genauso. Also alle, die sagen, im Handwerk verdient man ja nichts, ist Blödsinn, ist Quatsch. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und das müsst ihr euch immer vor Augen halten. Auch wenn ihr in die Lehre kommt, ihr macht die Lehre. Je nachdem, wie ihr euch anstrengt, dementsprechend ist das für euer restliches Leben. Ne? Ich weiß, dass es immer langweilig ist, wenn ein Erwachsener euch das sagt. Ich sehe es an meinem Sohn und an meiner Tochter. Mein Sohn ist 20, meine Tochter ist 17. Die gucken dann auch weg und denken, ja, Papa, red du mal. Ich denke mal, eure Eltern werden das wahrscheinlich auch machen. Und ihr denkt, lasst die mal schwaden, auf Deutsch gesagt. Aber es ist wirklich wichtig. Und ja, dann, das wollte ich euch nur sagen, dass man halt mit jedem Beruf Geld verdienen kann. Auch als Handwerker. Und Handwerk hat wirklich goldenen Boden. Ihr hört es immer wieder, die Handwerker sterben aus. Wir haben kaum noch Handwerker. Und von daher, ja. Könnt ihr mir denn auch sagen, was ihr denkt, was alles zum Handwerk dazugehört? Denkt ihr, Handwerk ist jetzt nur Schreiner, Maler, Zimmerer? Was denkt ihr? Wisst ihr das oder wisst ihr das nicht? Was zum Handwerk gehört? Ja, da habe ich doch drauf gehofft, dass der Justin hier wieder antwortet. Also ich denke, zum Beispiel Elektriker gehört auch zum Handwerk, weil man da ja auch Richtig. Viel auf der Baustelle ist. Oder zum Beispiel Dachdecker oder ja Trockenbau. Wie sieht es denn mit dem Bäcker aus? Ja, ein Bäcker ist auch ein Handwerker. Richtig. Ich weiß jetzt nicht so genau, warum. Aber Handwerk. Ja, stimmt, ja. Ne? Oder Friseur, Schneider, Metzger, Konditor, Zahntechniker,
Das sind alles Handwerksberufe. Ne? Also wenn euch einer sagt, ich gehe ins Handwerk, ja was denn? Ja, Friseur. Stimmt doch gar nicht. Doch. Ne? Also da kann man sich auch mal schlau machen, was alles zum Handwerk gehört. Und das ist halt das Tolle in dem Beruf als Handwerker, egal was du machst. Also ich jetzt zum Beispiel als Trockenbauer, wenn ich den Leuten dann ein Zuhause schaffe, die geben mir eine Wohnung oder ein Haus und sagen, hier Dirk, mach mal, bau uns ein paar Wände, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer. Und wenn ich das dann baue und gehe abends nach Hause und ich sehe das, was ich gemacht habe, das ist dann einfach toll. Und wenn dann der Einzug der Familie ist mit ihren Kindern oder so und du weißt, du hast den Menschen ein Zuhause gebaut, innen halt den Ausbau gemacht, das erfüllt einen, also mich, ich bin dann... Ja, glücklich jetzt nicht, das wäre übertrieben, aber ich bin zufrieden. Ich kann nach Hause fahren zu meiner Familie und weiß, ich habe die glücklich gemacht, die können jetzt mit ihrer Familie da leben. Und so ist es halt im Handwerk, auch der Friseur. Wenn du zum Friseur gehst und der schneidet dir die Haare, du hast so eine Mähne, ja, und bist ein ganz anderer Mensch, wenn du da wieder rauskommst. Ich denke mal, du hast den Friseur dann auch glücklich gemacht, dass der sieht, er konnte aus dir wieder ein Mensch machen. Je nachdem, wie man die Haare haben möchte natürlich. Aber so ist es halt überall. Das kannst du zum Beispiel als ich sag jetzt mal die einfache Form Bankmensch oder als, weiß ich nicht, kannst du das nicht. Du sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch und du siehst nicht, was hast du gemacht. Im Handwerk ist es anders. Ihr seht jeden Abend, egal ob du Betonbauer bist oder Gerüstbauer, wenn du ein ganzes Gerüst um ein Haus gebaut hast, du siehst halt immer, was du gemacht hast. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Und wenn du deine Kunden dann anmahnst bei dir, hier, du hast deine Rechnung nicht bezahlt. Und vor allen Dingen, viele denken von euch immer, Handwerk ist anstrengend. Es kommt immer drauf an, die Maschinen werden leichter, die Maschinen werden besser, die Schuhe werden besser, man geht dann leichter. Also das ist auch alles ein Aspekt, dass es leichter wird. Dann habe ich noch eine Frage, die wurde mir gestern auch auf Instagram gestellt. Was müsste ein Handwerksbetrieb euch anbieten, um es für euch attraktiv zu machen? Also, was erwartet ihr von einer Firma, wenn ihr jetzt eure Lehre machen wollt? Bei der Firma Schmitz, die macht Anlagenbau, keine Ahnung, oder Installateur oder was auch immer. Würdet ihr von euch freiwillig da anfangen oder würdet ihr sagen, ja Chef, was bietest du mir denn, dass ich bei dir anfange? Wisst ihr, wie ich meine, wie die Frage ist? Ah, da hinten kommen schon ein paar Hände. Lass mal den Christian antworten. Ich würde mir auf jeden Fall einen ordentlichen, sag ich mal, Arbeitsbereich suchen, also wollen, sag ich mal, dass ich ordentlich arbeiten kann, mein Material und so alles habe, es gut aussieht und so. Mhm. Das ist mir wichtig halt. Ja. Nicht, dass es unordentlich ist, sag ich mal. Ja, okay. Also, dass auch ein angemessenes Mitarbeiterklima ist, also Arbeitsklima. Und dass wir halt eben, also genauso wie beim Christian halt. Mhm. Und halt eben das mit dem Arbeitsklima noch. Ja. Also, manche Firmen gehen ja sogar hin, mittlerweile, und bieten den Lehrlingen einen Firmenwagen an. Die bieten an, du kriegst nach abgeschlossener Ausbildung kriegst du 5.000 Euro als Bonus oder 10.000 Euro. Also das ist bei euch nicht so. Ihr sagt, nee, also das Klima soll stimmen. Ich will, da ist noch eine Frage. Ich will einfach gut arbeiten können. Also bei mir ist schon, die Fakten, die zwei gesagt haben, sind schon sehr wichtig, aber auch der Gehalt ist halt, spielt auch so eine Rolle. Ja, aber die Firma kann ja nur so viel Gehalt zahlen, wie sie auch verdient. Ja, es sollte halt nicht zu wenig sein. So, man sollte ja nicht so gefühlt kostenlos arbeiten, sondern man sollte schon gerecht sein Gehalt bekommen. Also man muss das auch immer so sehen. Viele sagen dann halt im Handwerk, man wird nichts verdienen oder man verdient nicht viel. Also wie eben schon gesagt, es kommt natürlich darauf an, wie ihr euch anstellt, ob ihr euch hocharbeitet. Aber man darf nicht vergessen, in Deutschland zum Beispiel ist es unwahrscheinlich teuer, einen Angestellten zu haben. Das sind so immense Kosten, Krankenkassen, Bau-BG, Versicherungen,
so dermaßen viel und steuerliche Abgaben, das Geld muss eine Firma erstmal verdienen mit dir, wenn du dann da angestellt bist, um dich bezahlen zu können. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn man dann sieht, ja, der Chef, der fährt ja ein Mercedes, toll, der hat Geld und ich fahre hier mit meinem alten Polo durch die Gegend. Aber das sind so Sachen, das darf man nicht verwechseln. Ne? Also man kann nur so viel bezahlen, wie man auch verdient. Es bringt ja nichts, wenn die Firma nichts verdient, aber ihr wollt ein immenses Gehalt haben. Ne? Also das für die Zukunft dürft ihr das nicht vergessen. Wolltest du noch irgendwas sagen? Nein, alles gut. Gut. Nochmal der Julian. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, dass nicht, also das im Umgekehrt ist, dass wir uns selber bei den Firmen schmackhaft machen müssen sozusagen. Deswegen muss ich auch ehrlich sagen, ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht, was mir fehlen würde oder was ich brauchen würde, dass ich dort angestellt werden würde. Ich glaube einfach, mir wäre es wichtig, dass ich dort was zu tun hätte und nicht also mit netten Kollegen um mich wäre. Aber ich denke mal, ja. 80% der Firmen achten nicht darauf, dass die denen nur was bringen, sondern halt auch eben, dass die freundlich sind, die Mitarbeiter. Und vielleicht, dass man eben in der Mittagspause Geräte hat, mit denen man sich irgendwas warm machen könnte zum Beispiel, weil das ist, finde ich, auch wichtig. Ja, so also eine Küche meinst du, dass die da irgendwie... Ja, genau. Ja. Ja. Ja, das waren jetzt eigentlich die Fragen so, die mir von Instagram gestellt worden sind. Jetzt würde ich sagen, könnt ihr noch mal zum Abschluss ein paar Fragen an mich stellen. Und dann haben wir noch mehr vor. Wir gehen noch in den Werkraum. Da habe ich eben schon mal gesagt, da habe ich die Überraschung für die Jungs. Es sind alles Jungs, aber ist wahrscheinlich Zufall. Und für die Schule habe ich auch noch eine Überraschung. So, wenn ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr gerne noch mal mich irgendwas fragen. Sie machen doch grundsätzlich Trockenbauvideos, ja? Nein. Also Trockenbau, Fliesenleger. Mhm. Also ich bin Trockenbauer, Fliesenleger, Zimmerer, Raumausstatter. Mhm. Ja, so in dem ganzen Handwerk halt, ne? Aber und überwiegend Trockenbau. Sie haben ja Ihr eigenes Gewerbe, ja? Ja. Sie machen da ja nur Trockenbau. Nein. Was machen Sie noch so? Fliesenleger, Raumausstatter. Nee, also ich habe mehrere Gewerbe. Als Maler zum Beispiel muss man eigentlich auch einen Meistertitel haben, wenn man sich selbstständig machen will. In Deutschland ist es aber so geregelt, dass du, ich weiß es nicht genau, 2 Jahre als Geselle arbeiten musst. Dann kannst du zur Handwerkskammer gehen, kannst eine Prüfung ablegen und dann bist du Malerfachbetrieb. Also eine Kategorie unter dem Meister. Das heißt, du bist dann selbstständig als Maler, Malerfachbetrieb und kannst auch Angestellte, 1, 2, 10, 100 Angestellte. Und das finde ich in Deutschland eigentlich ganz gut, dass das nicht so kleinkariert ist, dass nur der Meister halt einen Betrieb eröffnen kann. So können dann auch andere, die nicht den Meister machen, weil es ist auch sehr, sehr teuer, den Meister zu machen. Das wird auch teilweise unterstützt. Vom Land, aber ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Und ihr habt auch alle die Möglichkeit, ihr könntet euch irgendwann selbstständig machen, wenn ihr das wollt. Ja. Kann ich noch kurz weiter? Ja. Ach, du hast noch mehr Fragen? Ja, ich setz mich. Das war so eine allgemeine Frage, sag ich mal. Da wollte ich fragen, denken Sie nicht, dass Sie durch Ihre eigene Hilfe weniger Kunden bekommen? Nein. Die Frage kam auch schon oft, weil es gibt, denke ich mal, vier Kategorien. Die ersten, die haben genug Geld und holen sich direkt einen Handwerker, die gucken gar kein YouTube. Die zweiten gucken YouTube, um zu gucken, wenn sie sich einen Handwerker holen, dass der keine Fehler macht bei demjenigen zu Hause. Mhm. Der dritte guckt wirklich, um es selber zu machen. Und der vierte, der muss eigentlich nur meckern. Also das sind dann die Hater, die dann irgendwelche Kommentare darunter schreiben. Ja, aber ich denke nicht, nein. Weil, wie gesagt, die YouTube gucken, diese Videos, meine Videos, die wollen es auch selber machen. Ja. Und die hätten mich dann sowieso oder eine andere Firma sowieso nicht gefragt. Ja, okay, dann gebe ich einfach. Welchen Schulabschluss benötigt man für ein Handwerk und in welchen Fächern sollte man gut sein? Früher die Hauptschule,
das hat gereicht. Ihr jetzt hier auf der Realschule, Realschule Plus. Es ist eigentlich egal. Man kann auch auf der Sonderschule sein, also für Schwerbehinderte. Die können auch eine Lehre machen. Die können auch ins Handwerk. Weil manche sind in der Schule nicht so gut, sind aber dafür auf der Baustelle absolut top. Ne, denen sagst du einmal, pass auf, mach das so und die machen das. Und es gibt aber auch Leute, die eine hohe Schulausbildung haben, denen sagst du, mach das und die können das nicht. Also die Schulausbildung hat nicht unbedingt was mit der Lehre zu tun oder mit dem Handwerk, aber man muss sich natürlich Mühe geben, ihr müsst auf Zack sein, ihr müsst eigentlich immer, egal was ihr macht, in Mathe relativ gut sein. Wenigstens ein bisschen Plus und Minus rechnen können, das kann jeder. Mittlerweile hat leider jeder ein Handy, da kannst du es eintippen, von daher. Nee, aber ist eigentlich nicht relevant, welche Schulausbildung man hat. Man muss natürlich dann mit diesem Abschlusszeugnis der Schule auch eine Lehre kriegen. Dann kann natürlich der Chef sagen, nee Freund, Mathe 5, Englisch 5, Deutsch 5, bleib du mal schön zu Hause. Du hast dir in der Schule keine Mühe gegeben, dann gibst du dir auch bei mir im Betrieb keine Mühe. Also da müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr da auch ein bisschen, wenigstens im letzten Jahr nochmal Vollstoff gebt und da wirklich gute Noten kriegt. Aber bei euren Lehrern, die ihr hier habt, denke ich mal, ist das gar kein Problem. Vor allen Dingen, wenn ihr mal überlegt, dass so eine Schule zulässt, dass ich heute hier vor euch sprechen darf und ihr mir Fragen stellen könnt und ich euch Fragen stellen kann, das ist schon wirklich eine klasse Sache. Mich überrascht halt, dass ihr irgendwie anders seid, als ich mir das vorgestellt habe. Also ihr seid viel, viel positiver eingestellt aufs Arbeitsleben, als ich das von anderen gehört habe. Auch halt die Fragen von Instagram, da kamen dann direkt, ach, die haben doch alle keinen Bock, die wollen nicht. Also ihr habt wirklich, ihr habt es schwer in der heutigen Zeit. Ihr habt es schwer durch Corona, ihr wart lange, lange, lange zu Hause. Viele haben dadurch auch psychische Probleme gekriegt. Also ihr habt es schon verdammt schwer. Und man wird euch wahrscheinlich auch immer wieder sagen, ach, ihr seid das Corona-Jahr. Ne, weil ihr halt wenig Lehrstoff hattet. Ich sehe es an meinen Kindern, online ja, aber das lief ja auch nicht immer so perfekt. Und dafür an euch dann auch ein Riesenkompliment, dass ihr heute hier so sitzt und die Fragen so beantwortet und dass ihr auch eine Perspektive habt, teilweise schon fertige Ausbildungen, Berufsausbildungen, wo ihr dann nach der Schule auch anfangen könnt. Ja, finde ich klasse. Habt ihr sehr gut gemacht. Und ich kann euch nur den Rat geben, auch als Influencer und als Handwerker, gebt wirklich noch mal voll Stoff die letzten Jahre oder das letzte Jahr, dass ihr wirklich in der Zukunft eine eigene Familie ernähren könnt, dass ihr nicht auf den Staat angewiesen seid, dass ihr ein Leben planen könnt, dass ihr was sparen könnt, ein schönes Auto kaufen könnt, ein Haus kaufen könnt. Und das könnt ihr jetzt im Moment noch alles regeln, alles in die richtigen Wege schieben, wenn es zu spät ist, dann nicht mehr. Und das Wichtige ist halt dieses Zeugnis, dass ihr der Firma halt ein Zeugnis vorlegen könnt, was relativ gut ist, dass der Chef sagen kann, das reicht mir, du kannst bei mir die Lehre machen. So, und das war es jetzt auch von mir. Ich glaube, jetzt gehen wir gleich auch weiter. Und erstmal danke. So, wir haben jetzt gewechselt in den Werkraum der Schule. Ihr seht, also sieht so aus wie bei mir damals in der Schule. Hat sich eigentlich kaum was geändert. Ich denke mal, die Tische sind auch genauso alt, wie ich damals auch in der Schule war. Auf jeden Fall habe ich meine Sponsoren dazu angehalten, mir bitte was mitzugeben für die Schule, für den Werkraum, weil ich das eine ganz tolle Sache finde, dass die Schule sowas überhaupt macht. Und deswegen habe ich gedacht, deswegen haben die Firma Bosch und die Firma Freestarts gesagt, wir sind dabei, für den Unterricht was beizutragen. Und hier steht das auch. Wir werden das jetzt gleich mal hier auf den Tisch rüberholen. Ich würde sagen, wir fangen mit der Firma Freestarts an. An euch die Frage, weiß einer, was die Firma Freestarts ist? Bevor ich jetzt hier irgendwas auspacke oder so.
Nein. Also die Firma Freestyles ist eine schwedische Arbeitskleidungsherstellungsfirma. Warum trage ich oder warum habe ich die Sachen an? Also die hatte ich auch an, selbst wo Freestyles noch nicht mein Sponsor war. Das heißt Sponsor, die kleiden mich aus mit Arbeitskleidung, mit Pullover, mit Jacken und alles, was dazugehört. Und ich habe aber damals schon vor diesem Sponsoring, habe ich die Arbeitsklamotten schon getragen von der Firma, weil ich bin ein sparsamer Mensch. Wenn ich auf der Baustelle bin, muss ich mich bewegen können, muss arbeiten können in den Arbeitskleidungsklamotten und da geht auch nichts kaputt. Und deswegen habe ich halt Freestyles an und ich kaufe mir die Sachen einmal und die halten ein ganzes Jahr. Andere habe ich schon ausprobiert, die waren auch relativ schnell kaputt. Und deswegen halt Freestyles und weil die sehr nachhaltig arbeiten. Das heißt, die Arbeitskleidung wird teilweise aus recyceltem Material gemacht. Finde ich persönlich in der heutigen Zeit, wo jeder irgendwo Müll trennt und das und das und das macht für unsere Umwelt, finde ich es auch wichtig, dass man da ein Auge drauf wirft, woher kommen eigentlich die Klamotten. Ich kann euch ganz kurz eine Sache sagen, aber nicht die genauen Zahlen. Zum Beispiel, wenn eine Jacke hergestellt wird, braucht eine Jacke, wenn man die macht, um die 45.000 Liter Wasser für die Produktion einer einzigen Jacke. Die Zahlen werden wahrscheinlich jetzt nicht stimmen, weil es schon zu lange her ist, dass ich das gehört habe. Und bei Freestyles ist es so, dass die das komprimieren konnten. Die brauchen dann nur noch 15.000 Liter für eine Jacke. Also anstatt diese 47.000 Liter können die Jacken produzieren für 15.000 Liter. Aber das ist halt für eine Firma, finde ich das klasse, dass die sich auch so kümmern und auch wirklich für die Menschen so Klamotten herstellen, ne? Die dann auch nachhaltig sind. Also das ist die Firma Freestyles. Wie gesagt, eine schwedische Firma und die hat sich nicht nehmen lassen, für den Werkunterricht dann Sachen zur Verfügung zu stellen. So, dann haben wir jetzt noch einen Sponsor, die Firma Bosch Professional. Das sind die Blauen, also nicht die Grünen. Grün ist Home, Blau ist Professional. Für die Profis natürlich, ne? Also für euch. Und da hat die Firma Bosch, mit denen habe ich dann auch gesprochen, habe gesagt, ich fahre eine Schule. Und man weiß ja heutzutage, dass Schulen wirklich nicht viel Geld haben, um neue Sachen zu kaufen. Und deswegen wollte ich euch gerne Werkzeug mitbringen, was ihr dann auch hier im Unterricht gebrauchen könnt. Und ihr seht schon, das ist halt eine ganze Menge, was Bosch da springen lassen hat. So kann man es eigentlich nennen. Ich hole die Kisten einfach mal alles rüber. Also wir müssen uns jetzt nicht alles einzeln angucken. Ihr könnt auch gerne mit die Kisten hier auf die Tische packen und auspacken. Hier sind zum Beispiel alles Akkus drinne. Das ist die 18 Volt ProCore. Akkus. Und dann kann ich euch gleich mal kurz erklären, was ihr mit dem Werkzeug machen könnt. Das ist ein. Ja, ja. Nee, musst du einfach nur richtig drehen. So. Und dann festziehen. Der stimmt nicht hier. So ist das eigentlich. Und das ist ein Akkuschrauber mit Wechselsystem.
Du hast halt hier verschiedene Aufsätze. Exzenter, Winkel, normales Bohrfutter. Und das ist ein SDS-Aufsatz. Mit dem können wir ganz normal bohren. Richtige Löcher in Beton bohren und so was. Und dafür brauchst du dann nur einen Akkuschrauber, den du mit auf die Baustelle nimmst, hast eine Kiste und hast alles dabei. Und das ist wirklich ein super Vorteil. Dann hat der auch dieses Kickback. Weißt du, was Kickback ist? Wenn du jetzt bohrst und du drehst die Hand ganz schnell. Guck mal. Also früher waren die nicht mit Kickback, die Akkuschrauber. Und dann konnte es sein, dass du dir wirklich das Handgelenk verletzt, wenn du irgendwie hängen bleibst mit dem Schrauber. Und jetzt bohrst du und sobald der auf Seite geht, siehst du? Also ist ein Sauger. Ja, das geht dann hier rein. Ich dachte, das ist ein Luftfilter. Nee. Ist kein Auto. Dazu kommst du später. Aber da kannst du auch einen Staubsauger anschließen. Zum Beispiel hier den GAS 18 Volt 12 MC, das ist der neueste von Bosch. Der läuft auch mit Akku, also ohne Strom. Und der hat schon richtig viel Power. Den können wir auch auspacken, können wir uns den auch mal angucken. Ersten Teil haben wir jetzt geschafft. Das war der Teil mit den ganzen Jugendlichen und dem Werkraum. Was sagt ihr zu den Sachen, die ich mitgebracht habe? Die Freestart-Sachen und die Bosch-Sachen. Wie findet ihr die? Was sagt ihr? Könnt ihr einfach reinreden jetzt. Ja, super toll. Ja? Ja, gute Aktion. Meint ihr, könnt ihr gebrauchen? Ja, 100%. Und ihr meint auch, damit werdet ihr jetzt die richtigen Handwerker, also nicht die Handwerker, sondern die richtigen Handwerker. Ja. Die ganz richtigen. Ja, schön. Auf jeden Fall denke ich mal, dass Bosch und Freestars das auf jeden Fall gerne gemacht hat, die Sachen zur Verfügung gestellt, sodass ihr dann auch wirklich hier in dem Werkraum richtig schön arbeiten könnt. Ich sehe, ihr habt da sowieso eine Bosch-Maschine. Ja, wir benutzen nur die. Ja. Die Tischbohrmaschine, ne? Ja. Ja, also ist nicht unbekannt. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich vielmals bei euch, dass ihr wirklich so aktiv mitgemacht habt, die Fragen beantwortet habt. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen was beantworten, was ihr mitnehmen könnt. Und nehmt euch das mal zu Herzen, was ich auch gesagt habe. Nicht einfach auch, ja, war schön, tschüss. Sondern wirklich mal heute den Tag Revue passieren lassen, nochmal überlegen, was hat der, den wir sowieso nicht kennen, gesagt, kann man das vielleicht umsetzen. Aber ich finde es toll, wie gesagt, dass ihr wirklich so hinterher sollt, auch einen Beruf zu bekommen. Nicht einfach denkt, ach, lass die anderen mal machen, ich bleibe zu Hause, sondern euch wirklich intensiv bemüht und vor allen Dingen auch die Schule. Da kommt gleich noch ein Interview. Also wie gesagt, vielen Dank und ich sag euch, wenn das Video online ist, und dann könnt ihr gerne mal reingucken, was ihr da von euch gegeben habt. Danke. Bitte.